Oh fuck, Brücke! Ah, ich hab Angst! Ah, ich bin wieder... Ah, nein! LOL! LOL! Kann ich auch nicht umbringen. Hab ich nicht. Hallo! Du, du! Jetzt geht's los, Alter! Ja! Hey. Dann wollen wir mal weitermachen hier! Ding Dong, Muchachos! Und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge. Clucking Bell heißt. Digga, schau mal die nette Dame da zu unserer linken Seite. Dann mache ich ja glatt mal mein Licht an, einen wunderschönen Deko. Hey, ich wollte dir einsteigen lassen. Ja, kannst du doch. Toll, toll, Marvin. Ah, sorry. Zu ganz toll gemacht. Richtiger Cockblocker. Cockblocker? Cockblock. Okay, es geht weiter mit den Heists. Ihr habt schon alle rausgefunden. Die Heists, sie bringen nicht gerade sonderlich viel Geld. Ich bekomme sowieso nicht viel Geld hier. Übrigens wurde mir gesagt, Deko, kein Wunder, dass du bei GTA immer kein Geld bekommst. Du kannst ja mal bei A gucken, da kriegst du ja immer alles und Marvin hat gar nichts. Ach so, ja, hab ich auch gesehen. Digga, wer hatte einfach das komplette Projekt lang die krassesten Sniper, die wir jemals gefunden haben, die ich gefunden habe? Wer hat die ganze Zeit gehabt? Bleiben wir mal bei GTA. Da hat nämlich ein Muchacho geschrieben, Marvin, du hast beim Tuning die Antenne, die Lackierung und das Design vergessen, Digga. Das holen wir natürlich nach. Deko, sei bitte mein Leibwächter. Warte, aber ich fahre mit meiner Karre. Kannst du mit der da reinfahren? Geht das? Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Nicht während du drin bist, jedenfalls. Na dann, Olga Marinda, warte, ich mach das Tor auf. Dankeschön. Bist du schon mein Leibwächter, oder? Nee. Ja, deswegen ja. Sei mal mein Leibwächter. Kein Jobangebot geschickt. Natürlich, Digga. Die 1,50 Euro, die kriegst du doch immer bällisch hier. Was bällisch. Für 1,50 Euro, Digga? Mindestlohn. Wir sind bei, ich weiß gar nicht, Mindestlohn ist gerade 12 noch. Ja, Digga, 12, Digga, du kriegst 12 Hallo. Cent, die kriegst du. Also, wir gehen rein und schau mal, was wir so verändern können. Wie gesagt, die Antenne. Ich will auf jeden Fall eine Sache ändern, denn ich habe ja vorne direkt so eine schwarze Platte und dadurch kommt gar kein Licht durch. Irgendwie ist das ziemlich schlecht. Wo ist die schwarze Platte? Vorne dran. Da, wo die beiden Lämpchen sind vom Kühlergrill. Genau. Okay. Ja, das hat irgendwer geschrieben, ne? Da kommt gar kein Licht mehr durch jetzt. Ja, es ist kein Warnlicht. Ja, aber es ist halt, Muchachos, ihr müsst ein bisschen Rücksicht nehmen. Marvin ist halt nicht so der Schlauste. Beim Tuning gerade auch, so hat kein Plan. Deswegen, wir geben ihm einfach die Gelegenheit nochmal nachzubessern. Perfekt. Damit er keine 6 kriegt. Digga, Tech-Modifizierung 7.0. Brudi, wozu brauche ich denn sowas? Sind das Taser? Das sieht schon mal ganz knorke aus. Das sind Kameras, Junge. Das sind Kameras? Mach das wieder weg, Alter. die lachen sich am Ende noch selber vorbei. Ja, die sind doch immer aus. Die Kameras sowieso immer aus, wenn sie selber sagen, die sind doch aus. Oh, leider waren die Kameras nicht an. Das tut uns sehr leid, das war aber sehr, sehr schade. Unglücklicher Zufall. Oh, ich brauche irgendeine geile Farbe. Orange? Ist doch blau. Limettengrün, das sieht irgendwie knete aus. Ah, von dem Matt gefällt mir nichts. Metallic? Vielleicht Metallic doch eher? Das sieht schon ein bisschen. Blau-Silber sieht schon geil aus, ne? Ja? Oh, der ist cool. Der scheint so ein bisschen rot und orange. Lava-Rot, da haben wir. Hier ist so ein bisschen Perleffekt, das ist nice. Hast du auch orange, die zweite? Ja. Ich lass den so, ja? Ja? Okay. Gut, dann haben wir jetzt die Antenne. Wir haben die Lackierung und jetzt brauchen wir nur noch, was war das noch? Das Ding hier vorne. Das Design. Das Design war auch noch. Das Design, da bin ich aber durchgegangen. Da hat mir einfach nichts gut gefallen. Also da war ich schon. Guck mal, da kann ich so wie heißt er nochmal bei Stefan Raab da? Joe Kelly, Digga. Joey Kelly, Junge. Ich bin einfach Werbeopfer für alles. Einfach als Polizist. Polizei, sponsored bei NRA und bei IRA und bei Coca-Cola. Seitenverkleidung hatten wir ja, Spoiler, Federung. Jetzt hast du gar nichts da dran. Doch. Ich habe ja Polizei dran jetzt. Achso, ja, genau, das habe ich rausgenommen. Nicht aber Polizei? Ja, weil Polizisten so, mein Schatz. Ich zahle Höchststeuersatz und so weiter. Okay. Jetzt muss ich nur vorne den Lack weghauen und dann bin ich durch. Ah. Und kannst du so komische Klappen einzelne vor deine Lichter machen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das weird, ne? Ja, mach einfach auf.
Scheinwerfer-Ansaugstutzen. Digga, was sind... Warum denn Ansaugstutzen? Scheinwerfer-Ansaugstutzen? Ja. Weißt du, was das ist? Ich habe keine Ahnung, aber... Also Ansaugstutzen weiß ich. Aber Scheinwerfer? So, das Ding steht, Muchachos. War es ein Upgrade oder war es ein Downgrade? Aber mal reinbrezeln. Ich finde den auf jeden Fall schon mal ganz knorke hier. Wir gehen mal kurz... Knorke. Steig mal aus. Ich bin, ja, ich komme raus. Hello? Genießen Sie die Show, steigen Sie ein. Er steigt bei mir ein. Okay. Das war aber jetzt echt ein teurer Spaß, ey. Heidewitzka. Also, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen, gewaschenes Geld geklaut. Aber es war wirklich sprichwörtlich gewaschen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen so in Clucking Bell reinkommen und die richtig auseinandernehmen. Oh, ich bin schon echt gespannt. Also ich finde die Aufträge so erstmal ganz cool bisher, den einen, den wir gemacht haben. Aber ich muss schon sagen, es ist echt schade, dass dabei so wenig Cash rumspringt. Das soll schön in meine Tasche springen, das ganze Geld. Ja, ich glaube 500.000 soll es nur geben, ne? What the fuck, Digga? Das haben wir in drei Rennen haben wir das eingespielt. So aber ungefähr, natürlich nur ich, weil ich immer Erster werde. Ansonsten, hatten wir noch das weitere Timing Tipps? War gerade sehr schlecht, ich wollte eigentlich widersprechen, aber ich bin gerade in ein Auto reingefahren, deswegen war das... Unglücklich vom Timing her. Ansonsten, ja bitte. Ansonsten haben wir auch weitere Tipps bekommen. Einmal Deko, der keine Panzerungen drin hatte, man kennt ihn. Und man kann, Deko, auch für dich jetzt, schalt mal aus, ja. Drück mal Tab. Und dann kannst du C oder V drücken, oben links, ne? Und kannst damit die Panzerung oder Snacks direkt reinballern. Dann musst du nicht ins Interaktionsmenü. Ja, geile Welcher Geschichte. Welcher Chacho hat das denn reingeschrieben, Alter? Ja, geil, ne? Das ist ja mega strong. So, bist du jetzt eigentlich mein Mitglied hier, oder? Ich bin auch nicht der Bodyguard, ne. Siehst du? Ups. Hallo? Ich hab eine Backpfeife gegeben und die schießen auf mich, Alter! Komm auf dein Leben klar, ey! Digga, auch wie mit Gebrüll, Digga! Schnappt euch den Banditen hier! Schnappt euch den auf Banditen! Auf die Fresse, Junge! Auf die Fresse! Die schießen auf dich! Nein! Lass mich in Ruhe! Warte, ich lock mich in das Auto und ruf Lester. Hier, Polizisten, hier ist er! Lester, ich brauch Hilfe! Da ist er, hier! Genau Lester, da! Die schießen auf mich! Da ist er! Polizisten, genau da! Ja! Hier! Bester Kollege, Alter! Gute Freunde! Ups! Die haben gerade auch kurz auf mich geschossen. Du wirst gepusht! Du hast den Kopf gerade auf mich ausgesetzt! Schnell! Nein! Die haben eine Pumpgun! Lester, geh ran! Okay. Ja. Ja, hätten wir geklärt, ne? Das, ey. Ich hab mir das Kopfgeld geholt! Ich hab jetzt 9000 Dollar bekommen! Digga! Aber ich hab 10.000 bezahlt, dafür hat sich nicht gelohnt. Das Ding ist auch, jetzt habe ich leider keinen Anruf bei Lester mehr. Jetzt muss ich dich einmal hier umkloppen lassen. Komm in meine WhatsApp-Gruppe, Digga. Das sind die Finanztipps von Deko. Muchachos WhatsApp-Gruppe haben wir tatsächlich am Stissel. Oh, stimmt. Und genau solche Finanztipps bekommt ihr da. Die ihr mal eben innerhalb von 4 Sekunden 1000 Dollar verlieren könnt. Also. Super easy. Leibwächter anheuern habe ich jetzt schon 8 Mal gemacht. Du musst nur mal. Es sind keine Spieler auf der Suche nach Arbeit als Leibwächter. Ich bin Mitglied der Organisation. Muss man auch hin? Das haben die weggefahren. Weil du ein Schwerverbrecher warst. Digga, der Typ, den du umgeklatscht hast, der liegt dir immer noch in der Arme. Wo habt ihr mein Auto hingepackt? Hä, wo ist mein Auto? Ey, wie? Ich hab einen Toten getreten! Ey! Digga, ich täte Toten und die Polizei. Ich täte Toten! Ey! Jetzt muss ich auch Lester anrufen, warte. Geh weg von mir. Bin jetzt getan. Und jetzt fahr ich in die grüne Karre. Ja, fahr. Ey! Typisch Frau wieder, Alter. Was kannst du eigentlich? Ja. Digga, die Frau hat eiskalten Polizisten angefahren und wurde sofort aus dem Auto rausgeschossen, Alter. Digga, die ist, weil ich nehme die 10 Dollar hier noch mit. Digga, die ist sogar so richtig, guck mal, wenn irgendwie angezogen ist, Alter. Richtig eigentlich so Lady aus gutem Hause, Alter. Der eine Polizist rastet immer noch raus. Im Benzer Cabrio unterwegs. Erstmal rausgeschossen. Ja, alles wie immer, ne? Typisch Amerika. Okay, dann lass uns mal durchstarten. Endlich, ne? Den Auftrag anfangen, Digga. Schon seit 10 Minuten am Start hier, ey. Jetzt müssen wir, also Schwarzgeldkasse haben wir. Jetzt müssen wir Hals und Bahnbruch. Okay. Bist du bereit für Hals und Bahnbruch? Ich bin, was auch immer Hals und Bahnbruch ist, aber ja. Soll ich mal schwer machen? Digga, ich mach schwer.
Also der nächste Job. Nun, da unsere Operation am Laufen ist, müssen wir uns unsere nächsten Schritte überlegen. Vorbereitung ist alles, wenn wir die Clucking Bell Fabrik infiltrieren wollen. Wir müssen die Bahn ausrauben. Also müssen sie ein paar Vorbereitungen erledigen. Sie wissen doch, wie man einen Zug fährt, oder? Digga, das ist möglich? Sie der wissen Zug? Doch, wie man einen Zug fährt. Ja, also das mache ich dreimal am Tag, jeden Tag, also Zugfahren. Digga, als wäre es so schwer, du drückst einen Hebel nach vorne und fährst nach vorne, Brudi. Ist doch jetzt keine Raketenwissenschaft. Und welchen von den Hebeln? Den linken, immer der linke von dir. Okay, ich hätte es rechts gedacht. Ich glaube, ist doch der rechte. Wir haben null Teamleben, Deko, ne? Null. Null Teamleben? Denk bitte an die Panzerung. Ey, ich habe immer Panzerung dabei. Okay, ich brauche auf jeden Fall das. Da haben sich Leute übrigens bei dir beschwert, ne? Bei mir war es die Panzerung, bei dir war es, dass du rumläufst und eiskalt mit der MP und so versuchst, Leute umzubringen, anstatt ein richtiges Kaliber zu nehmen. Ja, das stimmt schon. Was müssen wir machen? So, Terrorbyte oder den Lappy? Wir uns erstmal den. Gib dich zum Terrorbyte oder Laptop. Was wollen wir machen? Terrorbyte oder Laptop? Eigentlich Terrorbyte, da müssen wir nicht beides machen sowieso. Egal, dann holen wir uns Terrorbyte. Hört sich an wie Terrorbird, deswegen. Allein nur deswegen. Also, ich würde sagen, Terrorbyte ist der Zug, ne? Nee, sieht aus wie der LKW. Okay, Terrorbyte, Digga, das wäre ein geiler Zugname. Ja, Terrorbyte hört sich an wie so ein Decepticon von Transformers, Alter. Terrorbyte. Ja, wir sind gleich schon da. Schnapp dir Bumblebee. Terrorbyte, du übernimmst Bumblebee. Welche Waffe hast du denn immer genommen? Ich habe wirklich immer die. Ich habe eine Karabiner. Die habe ich ja gar nicht, Brudi. Warum hast du keine großen Waffen? Also im Auto meine ich jetzt, ne? Ja, im Auto nicht. Ah, okay. Wir nutzen das Bild von Vincent, um den Terrorbyte des Hackers anzusehen. Okay, wie? Warte mal, wir gehen ins Handy, gucken mal. Eine SMS, guck mal, wie der aussieht. Oh, das ist so ein schwarzer LKW hier. Mit so einem Solarer. Mit Solarzellen oben drauf. Ja. Okay, der steht jetzt hier irgendwo. Ah, war einfach. Das war richtig einfach. Willst du nicht die Karre noch mitnehmen? Ja, mach ich. Ja, das ist so eine Drohne! Das sind Drohnen, Brudi! Mach die Drohnen kaputt! Oh, ich höre sie, aber da. Okay, warte mal, jetzt mache ich selber Marvins Fehler hier. Eins, zwei. Da kommen. Alter, wie viele? Schießen Digga, die schießen Drohnen! Da kommen schon wieder welche! Dann willst du mal langsam losfahren, du Klacko? Wartest du auf Harry Potter oder was? Ich kann nicht einsteigen. Wir müssen erste Drohnen ausschalten. Digga, ich steig aus, ey. Soll ich die Minigun, ey? Jetzt geht's aber ab hier. Wie jetzt vorbei? Jetzt vorbei. Ich war gerade bereit, die Minigun auszupacken. Ich hab jetzt. Zugriff auf Terrorbyte. Ich kann, by the way, okay, jetzt habe ich wieder Panzerung. Steige Terrorbyte ein, ja, mach ich doch. Ach so, hier kann man einsteigen. Digga, wie das hier aussieht, ey. Ja! Alter, willst du hacken? Warte, soll ich hacken? Welchen Knopf musst du drücken, um den Zug zu fahren, Marvin? Erstmal das Hackergerät stehlen. Das war schon? Können wir wieder rausgehen, oder was? Ich will noch. Warte. Ey, die Waffe hier. Oh! Sturm-MP. Mhm. Denkst du, sowas gibt's wirklich in Amerika oder so? Was denn? Einfach so eine mobile Drohnen-Hacker-Zentrale? Ja, Digga, natürlich. Wäre schon krass, oder? Also ich weiß nicht, ob die auch alle mit einem MG ausgestattet sind, aber sowas gibt's bestimmt. Ich hab neulich in meiner Hood, das war richtig crank, Digga, als ich mit meinem Hund gegangen bin, habe ich so einen Typ gesehen, der so eine VR-Brille auf hatte und da so eine Drohne gesteuert hat durch den Park, ey. Richtig cranker Boy. War das so ein Apple-Ding? Nee, das war... Also keine Ahnung, das Ding war schnell wie eine Rakete, ey. Das wären vielleicht diese neuen Apple-VR-Brillen gewesen. Ich glaube einfach, das war so ein... Die man nicht einführen darf, oder so. Ja, das war, glaube ich, so eine ganz normale Drohne, eben mit so einem VR-Gerät schon dran. Oh, ich glaube, das... Hier, die krassen Drohnenflieger. Es gibt auch so diese Sportdrohnenfliegen, wo die so krasse Rennen machen und sowas. Genau, sowas war das. Die machen das mit diesen VR-Brillen-Dingern. Da war das ja ein richtiger Crack, Alter. Ja, das war ein richtiger Crack-Lord, ey. Ja, das finde ich schon krass, Alter, zuzusehen. Schnappen wir uns den Typen mit dem Laptop. Diese Info ist unentbehrlich, okay. Prügelst du den zusammen? Auf jeden Fall. Ich könnte ihn einfach rumfahren vielleicht. Kicken wir mal. SMS, Bildanhang, was haben wir? Okay, so ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und er ist ein Ginger. Digga, das sieht aus wie Ferris MC. Digga, guck dir Bilder an. Das sieht aus wie Nuggi, Alter. Digga, das sieht aus wie Ferris MC, Brudi. Ich habe ein Interview gesehen mit Ferris MC. Ja, ich auch. War interessant. Okay, wo ist Ferris? Aber nur zusammenprügeln, ne? Nur zusammenprügeln. Nur zusammenprügeln. An irgendeiner Wand hat er doch gehockt, oder? Der kleine Lümmel. Oh yeah, ich habe schon das passende Werkzeug.
Messer? Warte mal, ich hol mir auch mal was. Nein, kein Messer, du hast eine Machete. Nicht abstechen. Ja, eine Machete geht doch klar, ja, oder ich nicht? Ich habe eine Zuckerstange. Okay. Dann nehme ich eine Axt. Übertreib mal nicht. Ich habe auch eine Zuckerstange. Hallo, wo bist du? Der sieht richtig aus wie der hier, mit anderen Klamotten an. Ist er das nicht, glaube ich, ne? Häuschen, sag mal Piep. Okay, Deko, du machst so deinen Kram. Ich bin hier erstmal beschäftigt, ne? Ja, ey, ja. Und was machst du heute noch so? Hallo, Marvin, nicht in der Arbeitszeit. Ich denke, wollen wir vielleicht wieder mal einen Kaffee trinken? Ja, okay. Also, du hast einen Kaffee schon in der Hand. Ja, okay, aber. Kann hier was drin sein? Nein. Ich habe da übrigens gerade einen Typen gesehen, der sah aus wie das, der Typ auf dem Bild. Allerdings hat er andere Klamotten an. War das dann ein Fake? Ja, Digga, der hat irgendwann mal irgendwie ein Foto gemacht. Der trägt doch nicht immer die gleiche Kleidung, oder doch? Dann würde ich sagen, ist der da hinten. Komm mit. Komm, folg mir mal. Okay, okay. Aber lass meine Dame da hinten in Ruhe, ja? Ja. Ich habe ihre Nummer schon. Hallo Susi. Was, kennst du ihn? Was? Mich? Nein. So, hier, guck dir den Typen an. Digga. Meinst du, das ist der? Warte mal, ich guck mir das Bild nochmal an. Digga, das ist der doch nicht. Haare, ne? Der hat andere Haare doch. Lass den mal einfach so verprügeln. Aber die Haarfarbe stimmt. Lass den mal verprügeln. Okay, ist eine Zuckerstange. Okay, das war der falsche. Okay, aber jetzt müssen wir den echt mal langsam hier auftun, den Typen. Okay, ja, ich hab der wieder kann was zu tun. Hello, junge Dame. Also, ja, Marvin, du sollst mal produktiv arbeiten hier, Alter. Was die wohl erzählen, wenn ich denen sage, dass du schon einen Sohn hast? Hallo, das Geheimbuddy! verrate doch nicht gleich alles! Wollte ich mal dritten Date erst verraten. Sohn und zahlt Alimente. So was verrät man erst. Kann ich nicht mal zum Essen ausführen. So was verrät man erst beim dritten Date. Digga, wo soll er sein, Alter? Kann der hier aufs Dach hochklettern oder was? Ist er das hier? Nee, der auch nicht. Digga, ich schnapp jetzt mein Auto und fahr hier rein, Digga. Hinter ist auch niemand. Wie sieht denn die Wand aus hinter ihm? Können wir das da. Digga, vielleicht ist er hier drunter. Der muss doch nicht an der gleichen Position sein, oder? Vielleicht ist er hier drunter einfach. Ich check mal unten, ja? Check mal unten. Also unten wäre es natürlich schon. Das wäre deep, Alter. Das wäre schon brainmäßig. Aber hier oben ist wirklich nichts. Ja. Mach die Sirene an, sieht offiziell aus. Begib dich zum Laptop. Hör, du hast ihn gefunden. Nee, doch nicht. Doch. Nee, ich finde den angestellt mit dem Laptop. Okay, weil mir wird jetzt der Laptop angezeigt, richtig. Ja? Ja. Okay, mir nicht. Nee, doch nicht mehr. Nee, alles. Ich nehme alles zurück. Oben auf den Dächern hier sehe ich jedenfalls auch nichts. Was? Warst du auf der Herrentoilette? Lol, ich hab ihn. Arm Videospielen, Junge. Ja, wollen wir den jetzt noch zusammenschlagen oder nicht? Okay, lassen wir lieber. Hab den Laptop. Ich hab mit der Zuckerstange einmal angefangen. Er rennt jetzt her! Okay, warte, schnell! Achso, auf der Seite! Komm her, Junge! Willst du Stress oder was? Nicht umbringen! Hab ich nicht. Er ist nicht tot. Er hat nur sein Portemonnaie fallen lassen. Jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel für den Zug? Digga, was brauchen wir noch alles? Da müsst ihr mal unsere Kollegen fragen, ob er für einen Zug wirklich einen Schlüssel braucht. Wäre interessant zu wissen. Aber bestimmt, oder? Schlüssel? Natürlich, Digga. Was denkst du? Spracherkennung oder was? Zug starte. Oder Computer einfach anmelden, ne? Mit Computer, Windows XP Passwort. Dann noch was? MSN starten, ICQ und dann startet der Zug. Einmal bitte Platz machen, ich hab Blaulicht. Digga, ich war so geil, Alter. Digga, ich bin so ein Kuhfänger. What the fuck, ey. Okay, Deko. Müssen wir ausschalten? Ja. Nein, wir sind diesmal entspannt, ja? Ich nehme jetzt mal Sniper. Ja, steig da raus hier. Sniper, ich nehme den rechten, nur den linken, ja? Oben rechts habe ich einen. Bus. Keine Ahnung, wo der linke ist. Such den linken. Ja, ich suche. Halt, stopp, ich muss hier kurz rüber. Irgendwo hier, ja, ich sehe ihn, ja. 3, 2, 1. Oh. Ich fürchte, sie haben uns bemerkt. Ich bin tot. Du bist tot? Digga, ich bin einfach richtig weggeschäppert worden von der Seite. Digga, dein Ernst? Das war's, ne? Jetzt muss ich das alleine. LOL! LOL! Hast du das gesehen? Ich hab leider nichts gesehen, ich war mal bei mir. Ich wurde vom LKW überfahren, Digga.
War ein wilder Ritt. Versuch Nummer 2. Wir haben hier auf jeden Fall High Ground. Bleibst du unten und ich bin oben oder wie machen wir das? Nee, ich würde auch hier irgendwo hochgehen. Da habe ich eine Leiter, ja. Treppe. Ich gehe auf jeden Fall auch nach oben. Auch erstmal snipern und wir gucken mal, ob dann ständig Leute nachspawnen. Mhm. Oder ob wir sie irgendwann wirklich alle ausgeschaltet haben. Wenn sie über nachspawnen, dann muss halt einer dann irgendwann ins Feuer gehen und hoffen, dass er nicht stirbt. Also ich wäre ready, ich könnte reinballern. Ja, ich nicht. Digga. Bester Profikiller da hinten, ey. Denk an deine Panzerung und denk an dein Leben. Ja, meine Panzerung ist gerade durch den Sturz wieder aufgebraucht worden. Aha. Okay, es sieht nicht sehr safe aus hier, muss ich sagen, aber... Nimm den, ist am Start. Nimm den oberen Typen, ich hab den unteren. Panzerung ist aufgefüllt. Warte mal, oberen Typen. Nee, ich seh grad nur einen hier. Ja, dann brät's einfach rein, ja? Okay, 3, 2, 1, go. Da ist ein Schlüssel aufgetaucht. Oh, ein paar Leute habe ich schon weggeolgert. Ja, 2 habe ich auch. Da ist noch was hinterm Auto. Jo, da habe ich alle. Oh fuck, meine... Digga, der macht aber... aus der Entfernung? Rudi, ey, das ballert aber ganz schön, ey. Ich glaube, wir müssen jetzt reingehen, oder? Sind gerade aber nur 2 dort. Okay, wenn es so 2 sind, dann ist das ja vielleicht machbar. Ich will was schießen, aber ich sehe nichts. Wow, da hinten ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Müssen uns so langsam nach vorne arbeiten. Ja. Warte, ich werfe jetzt die 4. Oh fuck. Ja, ich kann mich mit Q hier nicht ranlehnen an den Scheiß. In Deckung gehen. Was sind die miesen Chakos? Ich schmeiß mal hinten was durch. Ja, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Schnapp dir den Schlüssel, Bruder. Ich schnapp ihn auf meinen Arsch. Schlüssel habe ich. Oh, da oben ist auch noch einer. Ah! Armin! Steig ein, hier! Ja! Steh den Zug! Ja. Ach, jetzt müssen wir den Zug stehen! Ach du Scheiße! Okay. Würde ich sagen, ab nach vorne. Okay, halt, stopp! Aussteigen! Geil! Ab das ist richtig Hammer! Ja, mach! Knopf drücken. Nicht das? Nach vorne schieben. Hebel nach vorne, Marvin. Einfach den Hebel nach vorne. Ja, mach ich. Ja! Goodbye, Motherfuckers! Drücke E, um das Zugsignal zu hacken. Digga, du musst mehr. Wow! Was muss ich machen? Da war gerade ein Typ vor uns, ne? Ja, den hab ich. Ich hab den Fahrrad zumindest ausgeschaltet. Sehr schön. Ja. Noch einer! Mach das hier mal kaputt, damit ich hier durchgucken kann. Ja, Kagel ist repariert. Ich auch wieder. Da hinten kommt noch einer. Ja. Glaube ich weg, hier vor ist wieder einer. Eck den Shit, Brudi! Ja, au! Nein! Marvin! Was ist los? Gefallen! Ich kann nicht langsamer werden, es geht nicht! Ah, ich bin gerade wieder aufgestiegen! Oh, warte, ich muss mich schnell. LOL! Ich habe gerade Heliplatt gemacht. Okay, hätte ich das gemacht? Alter Schwede! Digga, ich bin einfach, als hier unter der Brücke durchgefahren bin, hab ich den Kopf gestoßen, Alter. Bin einfach runtergefallen, ey. Ich glaube, weil ich gestorben bin, richtig unlogisch. Oh fuck, ich krieg ordentlich Damage. Oh mein Gott, es kann sein, dass ich hier drauf gehe. Mein Loser! Warte, ich muss nach vorne kommen. Mein dreckiger Loser! Oh, ich kann mir leider auch keine Panzerung reinknallen. Digga, wie soll ich das machen? Ey, was geht denn hier? Achso, ich hab vergessen zu hacken. Nein! Ah! Ja! Panzerung, Stack! Ich kann nicht, vorne ist wieder was! Ja! Oh! Oh fuck, Brücke! Ah, ich hab Angst! Ah! Ich bin wieder. Ah! Nein! Ich bin schon wieder runtergefallen! Steh auf! Nein, ich bin vorbei, ich bin weg! Ja, aber wir haben es geschafft! LOL!
Digga, hab ich's echt geschafft? Ich hab's geschafft, ey. Digga, ich glaub gerade den Zug hinterher, Alter. Alter, ja. Digga, richtig Slapstick-Comedy-mäßig, wie ich zweimal vom Zug falle, weil die Brücke nicht hoch genug ist, ey. Mission bestanden. Wir haben es eiskalt hinbekommen, ey. Alter. Ey, ich weiß echt nicht, ob das bei Rockstar jemand selber getockt hat, bevor die so hochgeladen haben, ey. Also erstmal aus dem Zugwaggon, ne, wo die Steuerung ist, kommst du eigentlich nicht mehr raus, weil der eine Sitz zu weit nach hinten steht. Und dann kannst du dich da nirgendwo hinstellen, mal vorne zu... Weil ich muss ja dich beschützen. Also muss ich da vorne schießen. Es geht aber eigentlich nur von oben auf den Zug. Digga, einfach... Wie wir einfach... Einfach nur blöd rumstehen, Digga. Wie hingestellt und nicht abgeholt. Wo sind wir denn eigentlich? Ich hätte auch damit gerechnet, dass zumindest irgendwie so eine kleine Filmsequenz kommt oder irgendwas. Wir sind nicht mal bei dem anderen Clucking Bell. Willst du dran? Okay, wir machen Fortschritte. Der Zug wurde diskret in einem Lager untergebracht. Diskret? Mhm. Ja. Diskret, dafür stehen wir. Aber geil, dass wir den Zug brauchen für den Überfall. Das finde ich irgendwie nice. Yeah! Digga, dass hier einfach so zwei Nagasaki Blazer rumstehen, ey. Warum? Digga, ich muss auf jeden Fall nochmal zum Waffen laden. Muchachos, habt ihr noch Waffen, die ihr empfehlen würdet? Vielleicht hey, du kannst ja doch so reingehen, er ist doch nur geil auf mich. Ne, bei mir stand gerade, der Waffenladen hat geschlossen. Ach so, stimmt, der ist jetzt am Durchdrehen, sorry. Ich hatte jetzt egal, dass wir einen Nagasaki Blazer haben, ist schon ziemlich geil, oder? Ja. Ah, echt zu, der miese Scheißladen jetzt. Ey, Marvin. Ja, passiert dem Besten, unnötige ne? Unnötige Lachsscheiße, ey. Ja, dann lass am Ende hier nochmal den Supermarkt überfallen, wenn wir schon mal hier sind. Aber mit der Alien-Pistole. Hello, welcome, give me your money. Hello, welcome. I want your money. Give me your money. I want your money, dude. More. Ich zerleg deinen ganzen Laden, wenn du nicht hinmachst. Geh zu, Junge. Digga, wie schnell der das da rausschnappt. Hast du Bock, dass ich hier einen Molotov-Cocktail wieder raushole? Lol. Genau so geht das. Digga, $1,000 hatte der nur? Das ist ja gar nichts, ey. Oh, die Bullen sind... Ich hab drei... Hast du auch drei Sterne? Ja, los. Alter, Sherbon. Und jetzt mit dem Blazer abhauen, ey. Schön in die Berge. Ja. Falsche Richtung. Hä, auf der anderen Seite waren auch welche. Hier zum Strand. Hier. Ja, zum Strand, aber wie kommen wir rüber? Aha! Vielleicht sehen die uns so nicht. Hier, die haben es nicht gesehen. Digga, ich bin weg. Oh, vor uns. Direkt vor uns. Ja. Ich umdrehen. Oh. Jetzt hier wieder verstecken. Mich hat ein Van gerammt. Digga, Karen, Alter, was machst du? Oh, schnell zum Start. Oh, da kommen Helikopter, Marvin! Nein, Digga, wir sind am Arsch, Digga. Bist du die Berge, mit den Helikoptern, Digga, sind wir gefickt, Alter. Ich rufe einfach Lester an, Digga. Ja, der Helikopter hat mich nicht entdeckt. Der hat mich nicht entdeckt. Ich hab's geschafft. Alle ja, Sterne. Ich auch. Oh. Digga, wie? Digga, ich bin so ein Profi, Digga. Digga, erstmal so Supermarkt ausgeraubt noch, eine Tankstelle. Ja, du, dass du den aber noch auf die Fresse gegeben hast. Ja, ey, gewesen, der kam mir zu nah. Ich dachte, der greift mich an. Eine Armlänge Abstand. Halt mich zurück. Digga, wie er das Geld schon hingeschmissen hat und du die ganze Zeit rumgefeuert hast und dann gibst du ihn noch auf die Mütze, ey. Richtig. Ey, er kam zu nah an mich ran, Junge. Was soll ich machen? Der wollte nur flüchten. Ja, erst zu flüchten, wenn ich weg bin. Also, Muchachos, wir haben den nächsten Job erreicht. Wollt ihr davon mehr sehen? Weil eben die Kommentare brezeln, es war auf jeden Fall wieder Chaos pur. Also. Und ich liebe Chaos. Und dank euch lernen wir auch immer was dazu. Gerade hier mit der Panzerung, ne, Digga, dass das so einfach geht. Digga, geil, das war richtig fast, ey. Jetzt habe ich es auch mehrmals benutzt in dem einen Job, ey. War aber auch nötig. So schnell geht. Und wir haben sogar schwer geschafft, ne? Also, ja, wir haben den unaufhaltbaren Zug geklaut. Dass wir das nochmal irgendwann machen, geht ja, ist irgendwie auch geil. Und auf jeden Fall einen Daumen nach oben zwirbeln, in die Kommentare brezeln, wie es euch gefallen hat. Diese Chaos-Truppe, immer wieder schön. Und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, reingehauen. Muchachos, bye bye. Ich bin schon wieder runtergefallen.